Ah, warte, so. Da. Jede Runde nur ein. Was? Jede Runde nur ein. Warte, bist du Tessa? Ich natürlich. Ich krieg das eher auf, dass du das direkt wieder gefunden hast. Da hat die wohl jemand nicht sehr gut versteckt. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Flugbier-Kanal. Leute, wir sind mal wieder in der Wolke und wir sind auf einer ganz, ganz wichtigen Mission. Wir haben heute was vor. Wir werden heute Familie. Wir werden Familie Vogel und ganz Playmobil City hier in der Wolke suchen. Und die haben sich wohl in Squishies versteckt, habe ich gehört. Okay, und ja. Die sind hier irgendwo. Die sind im Raum verteilt. Die sind hier überall im Raum verteilt. Also sie können wirklich überall sein. Sie können im Schrank sein, sie können im Bett sein, sie können auf dem Sofa sein. Überall eigentlich. In den Wänden vielleicht nicht. Das wäre so ein bisschen schwierig. Na, aber wir können starten. Jeder hat eine Minute Zeit, ein Squishy zu sammeln. Wir werden insgesamt 5 Runden machen. Das heißt, du darfst gerne anfangen. Ich darf anfangen. Na? Das heißt, wenn du einen gefunden hast, dann bin ich erst dran, hab eine Minute Zeit, bla bla bla. Okay, blub, blub. Okay. Und es geht, warte, es geht los. Los geht's. Ich habe schon einen gesehen, der ist sehr auffällig. Hier in dem Donut ist ein Kaktus drin. Und für jede Playmobil-Figur gibt's einen Punkt. Oh, und hier ist auch eine Figur drin. Es ist Hanna. Was? Ein Punkt für mich. So. Muss ich den Punkt abgeben? Das ging schnell. Hab ich noch einen gesehen. Ah, warte, da. Jede Runde nur ein. Was? Jede Runde nur ein. Oh, jetzt habe ich dir ja schon einen Tipp gegeben. Ja, sie hat mir jetzt schon den Tipp gegeben. Also, immer eine Minute Zeit, um einen zu suchen. Wenn du einen gefunden hast, dann ist dann die Runde vorbei. Gut, habe ich nicht verstanden. Genau, also das ist die Regel. Also 5 Runden. Insgesamt können wir nur 5 Squishies holen. Okay. Verstanden? Okay. Verstanden. Los okay. Geht's. Ich habe es ja jetzt schon gesehen. Hier im Kissen hat sich anscheinend auch ein Squishy versteckt. Das ist ein Eis. Oh, und? Oh, guck mal, wen ich habe! Emma, nein! Ich habe Emma! Jetzt sind wir schon, zumindest schon die Wir haben 2 Familie Vogelmitglieder. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir die direkt finden. Die waren auch ein bisschen offensichtlich. Ich glaube, die anderen sind ein bisschen schwieriger versteckt. Ich weiß allerdings noch nicht, wo. Das heißt, okay, ich würde sagen, wir packen sie hier auf den Tisch so lange. Also, das sind meine. Aber ich muss Stress abbauen. Ich bin total unter Druck. So, ich nehme die Zeit. Du hast jetzt eine Minute Zeit, Nina. Der war auch einfach. Ich habe einen Panda. Ein Panda-Hamburger. Hamburger? Ja, kein Cheeseburger. Und es ist eine Figur drin. Es ist Nils Schnösel. Passt irgendwie zu dir. Schnöselig? Ja. Ich finde, wir sind auch ein bisschen ähnlich. Ja. Sagt ihr, warum bist du Tessa? Ich weiß es nicht. Was? Niemals. Also du hast sehr gut gelöst, das ging auch sehr, sehr schnell. Ups. Umgefallen. Hier hast du jetzt schon 2 Figuren. Okay, ich starte ab jetzt. Okay, hier hast du ja eben einen gefunden, ne? Nimm das ganze Studio auseinander. Oh. Hier, in der Luxusvilla, da hat sich jemand versteckt. Eine Qualle! Ich muss sagen, die sind besonders weich. Also die hier, besonders, dieser Squishy hier. Besonders squishy und fluffy. So, einer ist natürlich, eine Playmobil-Figur ist hier drin. Mal gucken. Dass man auch in Squishies was verstecken kann, ne? Da. Es ist der Dave! Hey. Und jetzt ist Hanna wahrscheinlich nicht mehr so unglücklich. Oh, jetzt oh. Ist sie alleine. Oh. Aber Emma ist noch alleine. Ja, jetzt kommt ja, jetzt kommt ja jemand dazu. So. Ich habe auch meine 2. Figur. Also bisher ganz erfolgreich hier in der Wolke. Nina, eine Minute ab jetzt! Ich gucke jetzt einfach mal hier in den Schrank rein. Oh, die Tür geht schon. Ah! Sag mal, warum bist du so schnell die ganze Zeit? Ich habe einfach die gute Spürnase dafür. Eine Einhorntorte und eine Figur natürlich. Ein bisschen wie so eine Überraschungstüte. Oh, ich habe schon. Ja, oh. Es ist leider was schief gegangen. Das ist Claudia. Man erkennt sie an ihrem Oberteil. Und das sind ihre Haare. Man kann das natürlich wieder rucki-zucki, wie das heißt, hier drauf machen. Also, die Mama ist auch da. Oh nein! Ist schon deine 3. Figur, ne? Mhm. Okay, ich starte ab jetzt. So, wir haben noch gar nicht in dieser Ecke hier geguckt, ne? Also bei der Pinata wird, glaube ich, nichts sein. In den Kartons sind auch Figuren. Aber ja, aber ich glaube daran nicht. Aber vielleicht hier unten. Nee, ich glaube nicht. Ah, doch! Guck mal! Ein Einhorn! Ein pinkes Einhorn und? Das passt gar nicht! Tut mir leid! Oh. Das ist Julian!
in einem pinken Einhorn. Ich weiß nicht, ob ihm das gefallen würde, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube eher nicht. Ich glaube gar nicht. Naja, wir haben Julian gefunden. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch ein Familienvogelmitglied. Das ist der Martin. So, das ist meine dritte Figur. So, und mein dritter Squishy. Das sieht alles toll aus. Ich würde sagen, Nina. Deine vierte Runde startet jetzt und du hast genau eine Minute Zeit. Also unterm Sofa habe ich ja gerade schon geguckt. Ich weiß nicht, ob hier Sachen drin sind, aber ich glaube eher nicht. Oh. Doch. Ja? Nein! Hä, ja, wie schnell! Oh! Das ist ganz komisch. Also, ich habe hier, ich weiß nicht, ob das so ein Geist ist oder so, oder ein Ei. Haben die einen Namen? Keine Ahnung. Riecht natürlich. Ich krieg das eher auf, dass du das direkt wieder gefunden hast. Da hat die wohl jemand nicht sehr gut versteckt. So. Es ist der Papa. Ehrlich? Es ist Martin Vogel, diesmal mit Haaren. Er hat sie nicht verloren, so wie seine Frau. Und der war wirklich einfach. Hier ist übrigens noch eine Figur, aber der war wirklich nicht Squishy drin. Gut. Ja, super. Der vierte Squishy für Nina. Noch nicht mal in einer Minute. Nee. Es läuft ziemlich schnell bei dir. So. Ich habe jetzt auch eine Minute Zeit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich noch suchen kann. Also im Schrank hast du ja schon geguckt. Im Schrank habe ich geguckt. So, ich denke, hier in der Lampe wird nichts sein, weil dann wäre das Squishy schon längst verbrannt. Da unten sehe ich auch nichts. Warte mal, vielleicht hier. Los. Einmal. Noch Geschenkpapier. Ah! Guck mal! Guck mal! Ein Panda. So, und auch hier hat sich wieder jemand versteckt. Es ist Sarah! Julians, eine von Julians besten Freunden, würde ich mal sagen. Vielleicht kann man ja Sarah und Nils verkuppeln. Ne, ich glaube eher nicht. Ich glaube, Sarah ist nicht so reich. Ich glaube, das ist das Problem so, eher. Ach so, stimmt. Die müssen ja immer in ihrem Stand sein. So, das ist deine Figur. Ich packe sie hier hin. Panda hat es schon umgehauen. So. Also, steht 4 zu 4. Bisher haben wir alles gefunden, ne? Wir haben sogar die komplette Familie Vogel. Nina, deine letzte Runde. Mal gucken, ob du einen Squishy finden wirst. Es sind auf jeden Fall noch einige Squishys hier im Umlauf, habe ich gehört. Es sind noch ein paar? Ja. Okay, ich gehe jetzt mal hier auf dem Bett gucken. Wir hatten zwar hier schon in den Kissenbezug was, aber vielleicht... Ah, das gibt es doch nicht. Ich habe den nächsten, und zwar in einem Katzenburger. Ich glaube, ist das der, wo du schon mal mit dem Auto drüber gefahren bist? Ja, ich glaube schon, ja. Der ist ein bisschen dreckig. Guck mal, was hier für eine Figur drin ist. Oh. Es ist Herr Chillig, der Schulleiter. Der Schulleiter? Der chillige Schulleiter. Der chillige Schulleiter. Von der Grundschule in Playmobil. Ah! Yes. Ganz ehrlich, ich habe eher das Gefühl, dass Nina hier ein bisschen manipuliert. Nein, ich weiß ernsthaft nicht, wo sie versteckt werden, aber ich habe einfach einen guten, okay, stimmt. Guten Spürsinn. So. Vielleicht machst du nochmal eine Karriere als Detektiv oder sowas. Ja, was mache ich hier? Bei Minecraft hat es noch nicht geklappt, aber vielleicht in der echten Welt. Ja. In Real Life. So, okay, meine letzte Runde startet jetzt und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich noch suchen kann. Also da unten war was, hier war was, vielleicht ist was im... Aber es sind noch mehrere, ne? Es sind noch mehrere, ja. Nicht nur eins, sondern es sind noch mehrere. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist vielleicht hier was im Wald versteckt? Nee, ich glaube, das ist normal. Da müsstest du den Ball her. Das ist auch eine Figur, aber die gehört nicht dazu. Hier auch nicht. Da haben wir auch nichts versteckt. Da hinten auch nicht. Ich hab's ja nicht. Nee. Ein Squishy unter den Teppich gekehrt. Vielleicht? Nee, das. Da war ich schon. Ja, dann hast du aber nicht ordentlich geguckt. Nein, ich habe hinterm Sofa geguckt, hinterm Pizzakissen war noch ein Ding versteckt. Das mache ich jetzt nochmal auf. Mal gucken, wer sich hier versteckt. Es ist der Steve. So, den habe ich jetzt auch gefunden. Ne? Wirklich cool. War auch gut versteckt, muss ich sagen. Klar, die Wolke ist jetzt keine Arena-Halle oder so. Aber trotzdem, wir haben insgesamt jeweils 5 gefunden. Das heißt... Ein paar sind noch hier aus Playmobil City verschollen, aber ich denke, die werden wir noch hinter der Kamera finden. Wir haben zumindest wirklich 10 Figuren. Das war ein bisschen wie Ostereier suchen, fand ich. Ja, so in der Art ist das auch. Na, Leute, was sagt ihr zu unserer neuen Challenge hier? Die Familie Vogel oder ganz Playmobil City war in den Squishies hier versteckt. Wir haben sie natürlich gefunden. Kein Problem hier, guck mal, kriegst du sogar so hier, ne? Weißt du Bescheid? Ich wollte gerade schon wieder derben, aber das lasse ich lieber. Ja, lass es lieber. Wobei, kannst du gerne machen, mach es mal. Nee, mach ich nicht. Mach es mal. Es ist so peinlich. Und ihr könnt es am besten dann rausschneiden und dann habt ihr was für die Ewigkeit. Mach es ruhig, komm. Nein, ich trau mich nicht. Leute, das war die Challenge hier mit den Playmobil-Figuren und natürlich mit Familie Vogel und mit den Squishies hier in unserer Wolke, in unserem neuen Studio. Ihr wisst es schon, wir haben ja letztens schon hier Geburtstag gefeiert.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.